Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem kurzen Infovideo. Ja, viele hatten es ja gesehen auf der Star Stable Homepage, also unter www.starstable.com bzw. .de gab es schon seit letzter Woche eine neue Funktion, die nannte sich Werbe einen Freund. Nur letzte Woche konnten wir da noch nichts machen, aber jetzt ist sie aktiv. Ja, und zwar steht hier geschrieben, Star Stable Werbe einen Freund Programm ist eine tolle Gelegenheit für dich und deinen Freund gemeinsam zu spielen und zusammen Belohnungen abzustauben. Alles, was du zum Werben deines Freundes tun musst, ist deinen persönlichen Link an deinen Freund zu schicken, damit er mit Star Stable loslegen kann und ihr Jorvik zusammen genießen könnt. Wenn ihr daraufhin auf euren Abenteuern höhere Level erreicht, könnt ihr tolle Prämien und Gratisgewinne ergattern. Ja, Freund einladen. Als Star Rider hat man 3 Einladungen, genauso auch als Lifetime Star Rider. Als Non-Star Rider, soweit ich es jetzt gehört habe, 1. Ja, wie geht das Ganze nun? Ihr klickt hier auf Freund einladen, dann öffnet sich hier ein extra Fenster, auf dem könnt ihr dann die E-Mail-Adresse eures Freundes eintragen und dann läuft das alles ganz von alleine. Er muss es dann bestätigen und er muss vor allem anfangen zu spielen. Ja, und was bringt euch das Ganze jetzt? Das bringt euch echt coole Belohnungen. Und zwar, wenn euer Freund auf Level 4 ist, gibt es 150 Starcoins zu gewinnen für euch. Also das heißt zu gewinnen, ihr bekommt sie dann gutgeschrieben. Spielt er bis Level 7, gibt es eine neue tolle Satteltasche. Auf Level 10 dann ein Oberteil und eine Hose. Auf Level 11 passend dazu einen Helm, Handschuhe und Stiefel. Spielt er bis Level 13, dann gibt es sogar 300 Starcoins und auf Level 5 einen lustigen schwarz-neon-lila gestreiften, gepunkteten Frosch für die Satteltasche, also ein Haustier, ein Pet. Ja, und das Ganze, wie gesagt, könnt ihr 3-mal machen und könnt dann mit euren Freunden spielen. Was ich mich jetzt allerdings frage, wenn ich das hier so lese, ihr sollt mit eurem Freund spielen, das heißt, der Freund wird automatisch ja vermutlich auf denselben Server kommen wie ihr. Ja, da frage ich mich jetzt mal so ganz heimlich still und leise und grüblerisch, kann das etwas was damit zu tun haben, dass die Server so brutalst aufgeteilt wurden, damit jetzt Platz ist für die Freunde der Spieler auf Server 1, 2, 3, 4, 5 und man da jeden Spieler sozusagen doppelt zählt, beziehungsweise theoretisch sogar dreifach, weil was ist, wenn ich jetzt als Server 1 Spieler 3 Freunde einlade? Da müssten ja noch 4 neue Leute auf Server 1 kommen. Naja, lasst uns doch mal drüber reden, unten in den Kommentaren. Ich bin gespannt, was ihr da dazu meint. Bis dahin, ihr Lieben, das war's dann wieder von mir. Wir sehen uns, wir hören uns. Bye!